Darf ich bitte? Ja. Klack, 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 klack. Hallo, Truhe. Ah, danke schön. Klack, 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 klack. Klack, 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 klack. Wollt ihr mich verarschen? LOL! Ich bin der König der Welt. Ich hab's geschafft. Naja, wahrscheinlich bin ich eigentlich gestorben, aber ich hab's durch den Creative Mode nicht mitgekriegt. Wo bin ich? Dort bitte hinunter. Bin ich Assassin's Creed hier? Könnt ihr auch runterspringen? So, Tukan, Tukan. Nee, okay. LOL. Ist ein Witz, ne? Hätten die nicht noch einen Save Point machen können, damit ich nicht wieder jedes Mal von ganz da oben starten muss? Ach, hier geht's. Was wollt ihr von mir? Na? Ah. Immer ums ganze Haus drumrum, oder was? Hallo da drin. War ich auch mal. Ich weiß noch, wie es da drinnen aussieht. Vorsichtig runter. Hopp, 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 hopp. Ach, guck an. Oh Gott, was ist das denn jetzt hier? Oh Gott. Ich hab gar nichts. Da sieht man noch nicht, was ist. Ach, das ist ja fies. Ich fange von hier an. Okay, nochmal. Und wie ich das wieder nicht hinkriegen kann, weil ich einfach die Gitter nicht sehen will. Ich glaube viel zu sehr an die Freiheit. Darum will ich diese Gitter einfach nicht akzeptieren. Gitter sind mein größter Feind und meine größte Schwäche. Die Gitter von nebenan, ja, die mag doch auch keiner. Und auch nicht die Brigitte, denn die sind ja verwandt. Und ich mag immer noch keine Gitter, ich hätte lieber eine Wand. Und warum singe ich jetzt so ein bescheuertes Lied? Mir fällt sonst wohl nichts anderes ein. Oh nein, spring nicht zu weit, denn die Gitter, die sind schmaler. Fusion. Warum klappt das nicht? Ich muss das doch mal hinkriegen, Mann. Das zu dieser Country-Musik. Howdy, Partner. Hello and welcome back to the Country FM Radio. Ich mag Gitter nicht, habe ich das? Die sehen auch total bekackt aus. Nein, ich habe das geschafft. Ich bin nur daneben gefallen. Hm? Seht ihr, warum ich das in Creative Mode spiele? Habt ihr eine vage Ahnung, warum? Vielleicht deshalb, genau deshalb. Damit ich mich nicht aufregen muss, wenn ich sterbe. Denn niemand stirbt gerne. Niemand stirbt gerne. Niemand fällt gerne durch ein Fake-Loch. Niemand findet das gut. Ich will heute noch nicht sterben, Mann. Oh Mann, wie ich Gitter nicht leiden kann. Ich geh gleich Amok und mach die Gitter kaputt. Und dann geh ich nach Schweden und fresse alle auf. Da werde ich noch größer. Nee. Wir hören hier übrigens gerade Crying in my Beer. Das ist eine Art Country Heul Blues. And I'm crying in my beer. Because there is so much Gitter fear. I hate this point at this game. I hate this point, really, really. Oh yeah, I hate it. I will die now. Aber ich kann ja nicht sterben, ich bin unsterblich. Warum nur? Das ist ja so der Punkt, wo ich normalerweise frustriert einfach Rage Quit mache und einfach sage. Hä? Ne? Nö, ich bin noch total entspannt, wirklich. Die Musik hat mich gerade so entspannt, dass ich das hier den ganzen Tag machen könnte, wirklich. Ja, ich bin total entspannt, Mann. Merkt man das, wie wohl ich mich fühle? Wow, guck mal, das stört mich gar nicht, dass ich hier schon wieder runtergefallen bin. Unglaublich, oder?
Wow, ich bin gechillt, entspannt und relaxed. Hätte ich nicht gedacht. Das Lied ist hier schon zu Ende, geht aber da angeblich noch 6 Minuten 37. Okay. Okay. Oh, nicht das Lied. Schon wieder so eine entspannte Mucke. Dabei kann man sich gar nicht aufregen. Jetzt reicht's aber. Jetzt fange ich wenigstens hier wieder an. Die Grille hat so gut gepasst gerade. Nee, ich fange wieder hier an. Das kriege ich dann irgendwie besser auf die Reihe. Als wenn ich dann schon total verwirrt bin. Und es wird Nacht. Und Honey springt noch immer. Wenn du vorgespult hast, in der Hoffnung, dass ich fertig wäre, dann hast du leider Pech gehabt. Ja, Honey springt immer noch. Part 639. Let's Honey springt immer noch Minecraft. Tolles neues Format. Kann man nur empfehlen. Wenn man einschlafen will oder mal so das Gefühl hat, Aggressionsbewältigung, ich bin da drauf gelandet, ich schwöre. Ich weiß noch, dass ich damals hier das hier alles auf Anhieb geschafft habe und mir einfach nur dachte, verdammt. Fang links an zu lesen, Sanks. Und? Hast du alles mitgenommen, Wolle, Slimes? Den Knopf für diese Tür? Wenn ja, dann herzlichen Glückwunsch. Du darfst diese Bonus-Level spielen. Wenn nicht, dann vielen Dank fürs Spielen. Oh, es gibt noch ein Bonus-Level. Es gibt noch ein Bonus-Level. Portal zu der etwas schwere. Schwerer? Schwerer? Das ist doch ein Scherz. Hey, lass mich durch. Lässt du mich durch? Will nicht. Cool, ich hab Holz. Blöder Creative-Modus. Was gibt's hier? Minecart! Ja, es ist zurück. Party-Time! Hallo, Neta! Kurven. Hallo, Band. Ja, und jetzt? Achso, da ist ein Knopf. Safe Car. Du darfst einen Redstone auf den und auf ein Wolle legen. Okay. Dann Schwein gehört. Da das Safecar reintun und du bitte tun. Da das Safecar reintun, du bitte tun. Why you know? What the fuck? Hey, du Arschloch! Die Wolle, vielleicht sogar gelbe, keine Ahnung. Was soll ich denn mit dem Safe? Ach, kack auf das Safecar. Gelb habe ich nicht, aber ich hätte da Orange. Im Angebot. Und ein Redstone für dich. Und das soll die Tür dann öffnen, oder was? Klappt super. Oh, doch, funktioniert. Keine Ahnung, wieso das, wie das funktionieren soll. Das funktioniert doch nicht. Naja, wie auch immer. Also ich wette, das sollte das aufmachen. Hallo. Hallo, Schweinis. Beziehungsweise Geister. Überall irgendwelche Türen. Hier kann man sich wieder löschen, wenn man dann da irgendwo... Das ist das Bonus-Level. Ich fühle mich... Das ist voll der Bonus, ey. Wow, da freut man sich voll. Was ist das denn? Nein. Aua, jetzt hat mich das Ding auch noch geschubst. Okay, kriege ich hier ein dumm, 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 dumm. Aua, Mann. Okay, mit der Musik kriege ich alles hin. Okay, nochmal. Ich bin noch raufgesprungen. Ach, Mano. Aua. Schubsen die mich auch noch. Ey, schubsen mich. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Hopp. Klack, klack, klack. Okay. Klack, klack, klack. Ah! Ich war so gut drin. Das war doch immer noch. Okay, ich krieg gleich einen Moment. Nein, ich bin da drauf gelandet. Was? Du hast was anderes gesehen? Ich nicht. Hallo, darf ich das mal aufmachen? Danke. Es trollt mich das da auch noch. Ziehen und rennen! Wieso denn? Gehen die dann wieder weg, oder was? Oh, ich verstehe. Moment. Machen wir wieder zu. Okay.
Das ist ja jetzt schon mit dem Redstone hier ein bisschen anspruchsvoller. Das hätte ich fast als die eigene Map gemacht, weil das irgendwie cooler ist noch fast. Und hab... jetzt bin ich geflogen. Ich wollte eigentlich Doppelsprung machen. Finde ich eigentlich ganz cool. Das hätte ich fast als eigene Map hier gemacht. Oh, ein Knüppel. Ich soll da drauf springen. Habe ich erwähnt, dass ich Gitter hasse? Ja, aber es geht. Tatsächlich. Hallo, Schweini. Darf ich da mal meinen Schalter hinmachen? Darf ich mal meinen Schalter da hinmachen? Darf ich das? Darf ich da mal durch? Darf ich doch mal, ich will doch nur meinen Schalter dahin machen. Durchlieb, dankeschön. So, sehr gut. Und jetzt noch ein kurzer Abschlusstest. Bereit, geh vor zur Tür und zieh den Hebel. Finde den Schalter und renn rechtzeitig zum Ausgang. Dort werden dann Punkte und so weiter zusammengezählt. Viel Glück. Das ist ja mein Dingscard, Dingsbums. Sehr gut. Und jetzt nur noch ein kurzer. Bereit, geh vor zur Tür und zieh den Hebel. Finde den Schalter und renn rechtzeitig. Ich habe irgendwie so überhaupt... Ich soll was? Ich soll rennen hier? Das geht doch gar nicht. Achso, ich kann die ja kaputt machen. Hab ja ein Schwert dabei. Also jetzt rein theoretisch habe ich ein Schwert dabei. Leck mich. Achso, dann muss ich wieder runter. Was für ein Hebel? Ich soll irgendeinen Hebel finden. Wo? Wo ist denn der? Hallo, Schleimi. Ups, hab ich alles kaputt gemacht. Ach, da ist der. Und das Lederwolle. Okay, Moment, ich renne. Ich hab mir das ver... Geh weg. What the f... Nee, das ist normal. Also, ich schwimme auch immer durch Lava. Geht's denn hier wieder raus aus der Lava? Ach, deswegen sollte man rennen, weil man sonst stirbt. Ist ja großartig. Gut, dass ich nicht sterben kann. Und dann renne ich mal runter, Mann. Und hab mich gelöscht. Wie bald der Schmodder durchtropft. Das ist ja ekelhaft. Achso, der kann ja weg. Muss ich hier eigentlich immer noch rennen? Anscheinend ja. Dann machen wir hier die Tür mal auf. Hallo. Mich töten wollen des Dingsbombs. Ist ja wohl Verarschtreppe hier. Hey. Hopp, hab's doch geschafft. So, und jetzt noch zum Abschluss noch alle restlichen Wolle einbauen. Hast du alle gefunden? Ich weiß es nicht, ich glaub nicht. Ich glaube, ich war schlecht im Wolle finden. Nee, hab ich nicht. Ich tu mal so, als hätte ich... Boah, hätte man viel Wolle finden können. Ich tu einfach mal so, als hätte ich... Zählt ja jetzt eh nicht, was ich hier gerade für einen total intelligenten Kram gemacht habe. Sollte denn nicht die Tür da aufgehen? Ja. Schön! Ein Schweinespawner-Marathon. Okay. Yeah, du bist jetzt am Ende der kleinen Map. Wie hat dir gefallen? War ein bisschen schwer. Jetzt hast du genau 20 Slimes haben. Nee, 7. Dann hast du einen Slime gekillt und alte... Wenn du jetzt mehr hast, dann Slime und dann so ungültig. Feedback wäre großartig. Feedback, ein bisschen chaotisch, aber ansonsten ist okay. Man sagt DK. Ach, Legolas TV hat Bugfixes gemacht. Ah, das ist doch schon mal was. Was gibt's hier? Ein Schleimi. Schön. Ja, nee, was ich jetzt zu der Map anschließend halt sagen kann, ist einfach, dass sie wenigstens mal richtig schwer war. Also wer jetzt hier irgendwie locker durchgekommen ist, der ist voll der Mega-Pro. Und das war so mein Ziel. Ich wollte auch mal so eine Map reinnehmen, die so ein bisschen nervig ist. Weil da waren auch so viele Sachen dabei, die einfach zu leicht waren. Die einer der schönen, schwereren Rätselmaps, Ampel, kommt ja noch. Ansonsten war das jetzt hier halt einfach mal so ein bisschen die Aufreg, Ärger, ich sterb ständig, scheiße Mann, ich habe keinen Bock mehr auf diese Spielmap. Und das ist auch wichtig. Die brauchen nämlich jede Minecraft-Adventure-Challenge. Okay, und während ich und der Schweinemann jetzt hier voller Freude schwitzend in der Lava sitzen, wünsche ich euch viel Spaß beim nächsten Mal in Minecraft.